Moin Leute, und heute zeige ich euch zwei Glitches, und zwar wie ihr euren RC Bandito merchen könnt und dann wiederum vom RC Bandito jedes andere Fahrzeug merchen könnt, was ihr wollt. Und das Ganze sogar solo, Leute. Jawohl, diese Glitches sind solo. Aber bevor wir mit dem Glitch anfangen, würde ich euch jetzt schon mal zu bitten, den Like-Button mal so richtig heftig zu verprügeln für diese beiden oberkrassen Glitches. Aber ich würde sagen, fangen wir mal direkt an. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Ihr braucht natürlich eine Arena-Werkstatt inklusive Werkstatt und RC Bandito. Ihr braucht natürlich auch ein Auto, was die Tuning-Teile besitzt, was später der RC Bandito haben soll. Und am Ende, wenn ihr wollt, auch noch ein Auto, was ihr gerne merchen möchtet. Also würde ich sagen, legen wir mal los. Als erstes seid ihr natürlich in der Arena-Werkstatt. Und zwar fahrt ihr jetzt mit einem Auto rein, was die Tuning-Teile besitzt, sprich das Geberauto. Seid ihr in der Tuning-Garage angekommen, drückt ihr Kreis und geht auf Fahrzeug verlassen und geht zum RC Bandito. Seid ihr beim RC Bandito angekommen, geht aufs Handy, ruft Simeon an und fordert euch einen Job an. Habt ihr den Job bekommen, öffnet ihr das Handy, geht auf Jobliste, geht auf den Job, so dass ihr nur noch einmal X drücken müsstet, um den Job anzunehmen, und wartet erstmal. Denn ihr müsst jetzt die Optionstaste gedrückt halten, und wenn ihr die Optionstaste loslässt, müsst ihr X drücken. Sprich, ihr öffnet zwar das Optionsmenü, geht aber gleichzeitig in den Job rein, dass ihr praktisch diesen kleinen Job glitcht seid. Ihr merkt daran, dass es funktioniert hat, indem ihr ein Klicken hört in GTA. Sprich, ihr hört, dass ihr auf dem Handy die X-Taste, also zum Bestätigen, gedrückt habt. Hat das alles soweit funktioniert, geht jetzt auf Online, Jobs, Jobspielen von Rockstar erstellt und startet eine Mission. In meinem Fall nehme ich die Mission, wir können auch anders. Aber ihr könnt theoretisch auch jede andere Mission nehmen, das ist völlig egal. Ich musste diese Mission nehmen, da mein Charakter nur Level 17 ist. Seid ihr in diesen Job angekommen, drückt ihr jetzt Kreis. Ihr habt jetzt die Meldung, dass ihr den Job verlassen möchtet. Und sobald ihr X gedrückt habt, müsst ihr die rechte Pfeiltaste spammen, was das Zeug hält. Ich drücke jetzt X und spamme die ganze Zeit rechte Pfeiltaste. In der Hoffnung, dass ich den RC Bandito gemerged bekomme. Denn Leute, es funktioniert jetzt nämlich so. Ihr werdet jetzt wieder in die Tuning-Garage gespawnt. Indem ihr die ganze Zeit die rechte Pfeiltaste spammt, geht ihr kurz ins Menü rein von RC Bandito, werdet aber direkt wieder in den Job von Simeon reingezogen. Seid ihr in den Job von Simeon reingezogen worden, geht einfach raus. Jetzt werdet ihr auch sehen, ob es geklappt hat oder nicht. In meinem Fall hat es leider nicht geklappt. Das passiert euch leider relativ häufig, da dieser Glitch auch tatsächlich leider einfach Glückssache ist. Ich habe es jetzt ein paar Mal getestet und ich kann jetzt nicht sagen, deswegen hat es jetzt funktioniert, deswegen hat es jetzt nicht funktioniert. Leute, für diesen Glitch braucht man wirklich ein bisschen Geduld. Ich zeige euch jetzt einen Versuch, der bei mir funktioniert hat. Ich stelle mich zum RC Bandito, öffne das Handy, gehe auf den Job, so dass ich nur noch einmal X drücken müsste, um den Job zu öffnen. Halte jetzt die Optionstaste gedrückt, lasse die Optionstaste los, drücke direkt danach X, so dass ich praktisch in den Job reingehe, aber das Optionsmenü öffne. Bin ich im Optionsmenü, starte ich jetzt wieder eine Mission, gehe auf Online, Jobs, Jobs spielen von Rockstar, erstellt eine Mission, und zwar, wir können auch anders. So, ich bin jetzt im Jobmenü drinne, drück jetzt Kreis, drück jetzt X, um halt rauszugehen, und spam ist die ganze Zeit rechte Pfeiltaste. Und Leute, ihr habt jetzt auch kurz gesehen im Ladescreen, dass es bei mir sogar funktioniert hat, dass mein erster Bandito auf einmal gemerged ist. So, ich würde jetzt natürlich wieder in den Job von Simeon reingezogen, aber ich gehe jetzt einfach raus und BOOM! Da ist der RC Bandito gemerged. Wie geil ist das denn? Um das jetzt abzuspeichern, müsste beim RC Bandito irgendwas ändern. In meinem Fall ändere ich einfach die Karosserie und danach ist der RC Bandito abgespeichert und der Glitch ist so gesehen zu Ende. Jetzt machen wir aber den Glitch, wie ihr vom RC Bandito auf ein Auto merchen könnt. Sprich, dass ihr die Tuning-Teile von unserem gemoddeten RC Bandito auf jedes andere Auto merchen könnt, was ihr wollt. Und zwar braucht ihr für diesen Glitch einen X80 Proto. Ja Leute, das ist leider Pflicht. Das ist wirklich Pflicht. Ihr braucht leider dieses absurd teure Auto, denn das Besondere an diesem Auto ist nämlich die Tür. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Und zwar geht ihr zum X80 Proto, steigt ein und fahrt in die Tuning-Garage. Seid ihr in der Tuning-Garage angekommen, drückt ihr Kreis und geht auf Fahrzeug verlassen. Und jetzt seht ihr auch das Besondere an diesem Auto, denn die Tür bricht auf einmal ab. Warum auch immer, ich weiß es nicht, schlechte Qualität, mag sein. Aber auf jeden Fall, das Wichtige ist jetzt, dass ihr diese Tür da liegen habt. Denn jetzt kommt der kleine, ja, Abfuckteil dieses Glitches. Und zwar müsst ihr jetzt mit der Tür zu eurem Mechaniker gehen. Was heißt zu eurem Mechaniker gehen? Ihr müsst eure Mechaniker praktisch aufschippen mit dieser Tür. Und dadurch könnt ihr den Mechaniker bewegen. Ihr seht es auch gerade hier im Hintergrund, wie ich das versuche. Und Leute, wenn ihr da ein bisschen ungeübt seid, das dauert. Also wirklich, das dauert. Wenn ihr es öfters mal gemacht habt, habt ihr auch
ein bisschen den Dreh raus und dann geht es auch ein bisschen schneller, aber Leute, verliert nicht die Hoffnung, ihr kriegt das hin. Und zwar versuche ich jetzt, den Mechaniker auf meine Tür aufzuschippen und dann zu meinem Fahrzeug zu bringen. Und zwar muss der Mechaniker praktisch am Hinterreifen auf der rechten Seite des Fahrzeuges stehen. So jetzt hier bei mir. Und Leute, er muss wirklich dran stehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Er muss dran stehen. Er darf nicht etwas weiter wegstehen. Nein, er muss wirklich am Auto stehen. Gut, in meinem Fall sage ich jetzt, hey, sieht ganz gut aus. Steht direkt am Auto dran. Gut, in meinem Fall ist er von der Tür leider abgesprungen. Deswegen konnte ich es jetzt auch nicht mehr ändern. Deswegen habe ich es jetzt einfach so versucht. Aber ich hätte es auch wirklich jetzt so gelassen. Gut, als nächstes. Ihr könnt natürlich auch den X80 Proto jetzt merchen, das ist jetzt kein Problem. Aber in meinem Fall habe ich gesagt, nee, ich möchte jetzt ein anderes Auto merchen. Deswegen steigt jetzt ein X80 Proto rein und drückt die linke Falltaste, um wieder in die Garage zu fahren. Und geht jetzt natürlich zum Auto, was ihr merchen möchtet. In meinem Fall ist es einfach ein stinknormaler LG und drückt die rechte Falltaste, um in die Tuning Garage reinzufahren. Seid ihr in der Tuning Garage drin, werdet ihr schon merken, dass der Mechaniker auf dem Platz stehen geblieben ist, wo ihr ihn hingeschoben habt. In meinem Fall steht ihr jetzt hier am Auto. Ihr könnt jetzt testen, ob es bei euch funktioniert. Ihr geht jetzt praktisch zum alten Platz vom Mechaniker und drückt Dreieck. Wenn alles funktioniert, sollte euer Charakter zur Beifahrerseite gehen und versuchen einzusteigen. Aber dadurch, dass der Mechaniker da steht, wird euer Charakter aufgehalten. Und nach einer kurzen Zeit von ca. 3 Sekunden wird euer Charakter ins Auto rein teleportiert. Wenn das passiert, Leute, habt ihr den Glitch bisher absolut richtig gemacht und könnt euer Auto jetzt merchen. Gut, als erstes geht ihr zum RC-Bandito und geht kurz ins Menü rein. Seid ihr im Menü drinne, geht einfach wieder raus. Seid ihr wieder draußen, geht ihr wieder hinten zur Stelle, wo der Mechaniker früher mal stand und ruft jetzt Simeon an und fordert einen Job an. Habt ihr den Job von Simeon bekommen, geht ihr jetzt praktisch zur Beifahrertür und drückt Dreieck. In der Zeit, wo euer Charakter dahin geht, öffnet ihr das Handy, geht zum Job, öffnet den Job. Praktisch so, dass ihr nur noch einmal X drücken müsstet, um in den Job reinzugehen. Haltet wieder die Optionstaste gedrückt. Lasst die Optionstaste los. Drückt X kurz danach. Dann habt ihr wieder diesen Jobglitch und spammt jetzt die ganze Zeit die linke Pfeiltaste. Dadurch seht ihr auch wiederum, was euer Charakter gerade macht. Aber es hat auch gleich einen anderen Zweck. Wenn euer Charakter rein teleportiert wird, müsst ihr sofort Kreis drücken, um aus dem Optionsmenü rauszugehen. Wenn alles funktioniert hat, Leute, wenn alles funktioniert hat, müsstet euer Charakter kurz im Auto gewesen sein, ihr habt die linke Falltaste gedrückt, um wieder in die Garage reinzufahren und werdet dann in den Job reingezogen. Aber Leute, wenn es bei euch nicht First Try funktioniert, keine Sorge Leute, ich habe auch tatsächlich so 10-15 Minuten gebraucht, bis es bei mir mal funktioniert hat. Denn Leute, ich zeige euch jetzt den Versuch, wo es bei mir funktioniert hat und ihr werdet merken, dass ich praktisch kurz bevor er ins Auto teleportiert ist, schon Kreis gedrückt habe. Deswegen, für die Leute, die das schon öfter machen oder diesen Glitch generell öfters machen, werden diesen Glitch auch irgendwann einfach First Try hinkriegen und dann haben sie es schon. Aber für die Leute, die es zum ersten Mal machen, die brauchen halt ein bisschen Geduld, denn man muss ein Gefühl bekommen, wann der Charakter rein teleportiert. Denn ihr müsst praktisch schon vom Gefühl her Kreistaste drücken, um aus dem Optionsmenü rauszugehen. Und diesen Zeitraum teleportiert sich der Charakter ins Auto und dann könnt ihr die linke Falltaste drücken, um die Garage zurückzufahren und so weiter und so fort. Also es ist tatsächlich auch irgendwann einfach Gefühlssache, weil das Zeitfenster ist halt wirklich, wirklich sehr, sehr kurz. Und die es halt öfters gemacht haben, können dieses Timingfenster besser erwischen als so Normalos, die es halt nicht so oft machen wie ich. Deswegen nicht verzweifeln, Leute, versucht's weiter. Dieser Glitch funktioniert auf jeden Fall. Gut, in meinem Fall hat das ja jetzt wunderbar funktioniert. Ich habe mein LG gemerged. Als nächstes steigt ihr wieder in den LG ein und fahrt in die Tuning-Garage und ändert irgendwas. In meinem Fall ändere ich jetzt einfach die Fensterscheiben und damit ist das Auto auch abgespeichert und könnt damit machen, was ihr wollt. Und das war's auch schon von den Glitches. Ich weiß, die Glitches sind jetzt nicht die mega leichtesten, aber wenigstens sind sie solo. Auf jeden Fall würde ich mich übelst freuen, wenn ihr für dieses Video einen Daumen nach oben geben könntet. Ich bin raus, Leute, euer Bombard. Ciao.